Digga, warum ist denn das Rad in der Mitte so hart verpixelt? Findest du das Kampfsystem gut ausgearbeitet? Also es ist nicht schlecht. Was ein bisschen nervig ist, ist dieses Wechseln von Zaubern. Hier. Keine Ahnung, ich finde, das ist im Kampf... Ha. Könnte man mehr rausholen auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist ja der erste Ableger von dem Game, ne? 12 und dann haben wir eine Spinne, das ist die 8. Das heißt, wir brauchen eine 2... Ah, da brauche ich das Vieh. So. Hier haben wir eine 9. Das heißt, wir haben hier einmal das Einhorn, das ist eine 1. Dann haben wir diesen komischen Köppis da. Das ist eine 7. 8, also das heißt, wir brauchen eine 1. Das heißt, ich muss hier nochmal das Einhorn machen, ne? Lumos. Finite. Oh, wait. Das ist bestimmt irgendwie ein Easter Egg. Rebellion. Gorgonenporträt. Ein Ölgemälde, das einen wunderschönen Gorgonen und ihren Verehrer zeigt, der weise die Augen abwendet, während er sich beugt, um die Hand zu küssen. Es heißt, dass der Künstler dieses Werks bei der Übergabe versehentlich auf sein Motiv starrte und jetzt für immer als Skulptur in einem Garten in Griechenland steht. Rebellion. Lumos. Blackout Tiger, danke schön für 45 Monate, Liebe, geht raus. Ach, Jakob's da, das ist mein Manager. David, deswegen siehst du ihn auch nie. Oh, warte mal, da weiß ich, was wir brauchen. Wo habe ich's? Moment, da. Depulso-Rätselraum 1. Ja, okay, alles klar. Ich kann mich da, glaube ich, reinbuggen. Hä?
Okay, ich muss jetzt erstmal hier bei den Mechanics durchblicken. Entschuldigung. Okay, der macht, dass alles zurückgesetzt wird. Jetzt verstehe ich schon mal zumindest zum Teil das Prinzip der ganzen Sache. Was haben wir denn hier? Ja, okay, alles klar. Rebellion. Ich hab nur einen auf der Höhe, ne? Ist jetzt die Frage, kann man die... die auf eine andere Höhe bringen. Confringo! Impulso! Akio! So. Hä? Oh! Ah, lol, okay, alles klar. Jetzt hat's nicht geklappt, so, ne? Hä?
Ach, der hat den vorhin mit rübergezogen und deswegen sind das dann mehr geworden. Rätselräume, die sind auf jeden Fall vom Ding her schon mal jetzt was anspruchsvoller, aber das finde ich auch gut. So, wenn ich alles zurücksetzen will, schieße ich einfach den an. Zack, und alles setzt sich zurück. Tut immer beide machen, ne? Das ist ja nervig. Ah, okay, alles klar. Ach, hier ist das Dings, ne? Denn da gegen die Säule? Das ist nur so eine einzelne. Hm, ich spring mal hier runter. Den mache ich später. Ich suche erstmal weiter nach den Hausmarken. Ich weiß ja, wo der Raum jetzt ist. Jetzt weiß ich auf jeden Fall auch, wofür diese Teile zum Reindrücken immer sind. Die öffnen so Räume. Rebellion. Stufe 2 Schloss. Nö, Pat, also die Zauber sind alle, finde ich, sinnvoll im Spiel integriert. Das macht auf jeden Fall Sinn. Du kannst ja auch viele Zauber gut im Kampf kombinieren miteinander und so, ne? Nee, die Marken sieht man leider nicht auf der Karte. Wenn ich die sehen würde, dann hätte ich sie auf jeden Fall alle. Hallo Homura. Rebellion. In seinem Büro ist gar nichts mehr hier und in seinem Klassenzimmer. Ich meine, da gehören auch Doxy-Eier rein.
Revelio. Hilfe! Ich wurde entführt! Was haben Sie jetzt vor? Sir, geht es Ihnen gut? Sie scheinen ziemlich aufgeregt. Gut? Sehe ich aus, als ginge es mir gut? Ich wurde entführt! Wie können Sie entführt worden sein, wenn Sie hier sind? Was ist das denn für eine Frage? Natürlich bin ich hier. Ich habe mehr als einen Rahmen. Haben Sie etwa nur ein Haus? Mein anderer Rahmen. Er wurde gestohlen. Und zwar von Schälern. Man heuerte dreckige Diebe an, um meinen Zweitrahmen zu klauen. Oh je. Das klingt furchtbar. Allerdings, Astoria Cricket ist einfach furchtbar. Sie steckt hinter alledem. Sie und ihre Freunde beschwerten sich über mich. So eine Unverschämtheit. Dann hörte ich, dass sie irgendwelche Tunichtgute anheuern wollte, um mich aus den drei Besen zu stehlen. Dort hing mein anderer Rahmen. Eine ziemliche Bruchbude, aber es könnte wohl schlimmer sein. Ich kannte mal ein Porträt, das im Eberkopf landete. Seither hat niemand von ihm gehört. Gut. Zurück zu Ihrem Rahmen. Ah, ja. Ich war gerade dabei, nichtsahnend meine Perücke zu pudern, als diese Schurken auftauchten und mich mitnahmen. Ich kann mir nicht leisten, meinen Posten zu verlassen. Meine Arbeit für den Schulleiter ist wichtig und ich brauche meinen anderen Rahmen in den drei Besen. Ich könnte mir die Sache ansehen. Oh, würden Sie das tun? Wunderbar. Aber bitte tun Sie es schnell. Der Ort, an den ich gebracht wurde, ist unter meiner Würde. Dann ab mit Ihnen. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin vorzukommen. Revelio. Kann ich jetzt eigentlich einfach so in die verbotene Abteilung immer? Oder laufen da immer noch welche rum? Nö, anscheinend muss ich hier nichts mehr befürchten. Du Revelio. Aber ich glaube, hier unten gibt's nichts. Ich glaube, hier habe ich damals alles, was wichtig war, geholt. Revelio. Hier ist noch eine Kiste. Ah, okay, die habe ich auch schon eröffnet. Auch hier wieder raus, ja, ne? Ja, Drake. Drake Maxi, kriegst innerhalb von 5 Minuten zugeschickt, den Key. Ach, guck mal, jetzt ist der sogar da drinne markiert. Da haben wir noch eine Quest. Ich kann mal gucken, ob ich hier irgendwo Feuer habe, die ich noch nicht geholt habe. Da zum Beispiel. Ja, kein Problem, Drake Maxi. Thank you.
Das Problem ist, die Schränke könnten auch irgendwo hinter sein, wo Schlösser noch vor sind in Hogwarts, ne? Warte mal, da geht's ja nach Slytherin, ne? Okay, ich glaube. Sie können sich ja gar nicht vorstellen. Da ist sie. Revelio. Oh, da ist ein Schrank auch. Habe ich ihn gerade richtig gesehen? Revelio. Levioso. Revelio. Da ist der Schlüssel. Großartig. Jetzt bin ich Level 29. Ich gehe mal davon aus, Max Level wird 30 sein. Komm, trinken. Was zur Hölle? Ich glaube, Max Level ist 40. 40? Dann habe ich ja doch noch ein bisschen was zu tun hier, ne? Revelio. Thank you.
Ja, Max hat auch schon 80 Spielstunden in 2 Tagen. Alohomora. Rebellion. Wann kriegt man den Merlin-Umhang als Drop? Wie sieht der überhaupt aus? Sieht der gut aus? Mein PC hat erstmal gecheckt, ob es ein paar Viren auf dem PC gibt. Ich finde das immer saugeil, dass er das auch mitten im Livestream macht. Ich guck mal hier. Ich habe das Gefühl, dass hier vielleicht noch irgendwo so ein Schrank sein könnte. Rebellion. Wieder mal auf Abenteuertour? Level 40 ist das Maximallevel, okay. Also ich finde das Game so gut, dass ich finde, dass es zu wenig Content hat. Passen Sie auf die Fliese unter Ihrem Fuß auf. Sie löst etwas. Rebellion. Das ist so ein Floh-Reiseding, ja. Ich könnte auch gleich mal schauen. Hier ist auch wieder ein Raum. Es erfreut unsere steinernen Herren. Rebellion. Oh. Legion.